Hi ihr Lieben, ich bin Wiebke Käferlein und leitende Ärztin im Bereich für ästhetische Medizin bei M1 mit Beauty. Heute wollen wir uns mit dem Face Contouring beschäftigen, vor allem im unteren Gesichtsdrittel, das heißt Kinn und auch die Kieferlinie. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Viele unserer Patienten kommen zu uns mit dem Wunsch nach einer definierten Kinn- und Kieferpartie. Schön definierte Kanten und Linien im unteren Gesichtsdrittel sind schließlich nicht nur einprägsam, sondern sie werden mit Merkmalen wie Jugendlichkeit und Attraktivität, aber auch Durchsetzungskraft und Erfolg assoziiert. Leider verfügen nur die wenigsten Menschen über einen definierten Unterkiefer, der in der Ästhetik als Jawline bezeichnet wird. Um die fehlenden Konturen auszugleichen, eignet sich eine Unterspritzung mit Hyaluronsäure. Bevor im Unterkieferbereich unterspritzt wird, ist es wichtig, das gesamte Gesicht des Kunden zu analysieren und dann die gewünschten Konturen passend zu den restlichen Gesichtszügen zu modellieren. Nachdem die zu behandelnden Stellen desinfiziert wurden, kann auch schon die Unterspritzung beginnen. Bei dieser wird Hyaluronsäure in der Regel mit einer stumpfen Kanüle präzise unter die Haut injiziert und entlang der Kinn-Kieferlinie platziert. Dadurch kann man bestehende Konturen stärker definieren, aber auch Konturen herstellen, die vorher gar nicht existiert haben. Bei richtiger Anwendung verläuft die Behandlung schmerz- und risikoarm. Nach der Behandlung sollten die behandelten Stellen frei von Make-up bleiben und auch nicht angefasst werden. Wichtig ist, dass man sich mindestens eine Woche lang nicht auf der Kieferpartie abstützt, damit die Hyaluronsäure sich ins Gewebe integrieren kann und sich dort stabilisiert. Die Hyaluronpräparate, die wir bei M1 verwenden, stammen allesamt von renommierten Herstellern. Je nach Hersteller kann die Haltbarkeit der Hyaluronsäure variieren und von 6 Monaten bis zu 1,5 Jahren reichen.